Ich bin ja immer ein Verfechter der Professionalisierung unseres Berufsstandes. Schon immer gewesen. Und bin manchmal entsetzt darüber, wie einige Kollegen ja, dieses romantisierende Chaos leben. Also für mich hat Architektur etwas mit Ordnung zu tun. Reichert, wenn man so ein Büro hat hier an der Elbchaussee, gibt es auch noch eine Steigerung nach Feierabend? Also wohnen Sie in einem Schloss oder wo fahren Sie abends hin? Also ich gebe zu, das ist auch einer der Gründe, warum ich jeden Tag dann immer freudig ins Büro fahre. Es ist nicht nur der Beruf, sondern vielleicht auch der Ort. Ich finde, ein Arbeitsplatz muss mehr sein als nur ein Schreibtisch und ein Monitor. Welche Rolle spielt 3D noch überhaupt? Ist das eine zur eigenen Verständigung mit Also dem Projekt? ich würde sagen, es sind zwei Dinge im Wesentlichen. Das eine ist in einer sehr frühen Phase das Verwenden dieser Dreidimensionalität, um das Entwurfsergebnis zu überprüfen, vergleichbar mit solchen Arbeitsmodellen aus Styropor zum Beispiel, dass ich versuche, sehr früh die Dreidimensionalität zu begreifen. Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist die Präsentation. Das heißt, dem Bauherrn, der ja häufig sich nur sehr schwer räumliche Bilder vorstellen kann, der ist nicht ausgebildet, dem deutlich zu machen, wie so ein Objekt wirkt. Und dann ist ein 3D-Objekt vielleicht manchmal auch einfach nur sowas. Das heißt, dass man von oben in einen Grundriss reinguckt, das kann er sich vorstellen. Wenn ich ihm so einen Plan zeige, 2D, das kann er sich nicht vorstellen. Also das heißt, Überprüfung der eigenen Ergebnisse im Entwurfsprozess und Präsentation, dafür brauchen wir 3D. Der Vorteil eines Programms wie Revit zum Beispiel, an dem Sie arbeiten, ist doch, dass Sie sich mit allen Ingenieuren, mit allen Fachplanern verständigen können und dass alle Änderungen, die Sie machen, in jeder Dimension stattfindet. Das Aber das sind ist jetzt zwei sozusagen mehr, verschiedene, das ist das eher eine sind. Vereinbarung, mit der Sie arbeiten, hat aber nichts mit dem Entwurf dann zu tun. Richtig. Das sind jetzt auch zwei verschiedene Themen. Das eine ist das Zusammenarbeiten, Kooperieren mit anderen Fachplanern. Und das erste war das Thema Objekte, Änderungen am Objekt. Und das ist eigentlich für uns der zentrale Punkt. Als wir uns damals entschieden haben, so ein Programm zu verwenden, da war ein Ausgangspunkt der, dass wir festgestellt haben, dass aufgrund der Schnelligkeit der Entwurfsprozesse, wir sind ja gezwungen, immer schneller, immer effizienter zu arbeiten, einfach zu viele Fehler passieren. Wenn Sie zum Beispiel ein Fenster sowohl in der Ansicht als auch im Grundriss und im Schnitt haben und Sie ändern es und dann womöglich noch in einer tabellarischen Auflistung, dann müssen Sie es in ganz vielen verschiedenen Zeichnungselementen ändern, wenn Sie konventionell arbeiten, so wie wir früher gearbeitet haben. Der Grund jetzt zu wechseln auf ein BIM-System ist Fehlervermeidung, stärkere Effizienz. Entwurfsprozess, Leistungsphase 3, Bauantragsplanung, es werden jetzt irgendwie Proportionen oder Wände verschoben. Dadurch, dass ich in einem Modell arbeite, im Computer, wirkt sich diese Änderung auf alle Dinge aus, sofort. Ich bin also wesentlich schneller mit Änderungen. Ich kann auch diese Änderungen in jeder Phase nachvollziehen. Ich kann sie dokumentieren, was ganz wichtig ist, auch bei sehr komplexen Projekten. Da hilft mir ein BIM-System auf jeden Fall, effizient und schnell zu arbeiten. Implementierung einer Software in einem Büro. Das ist wirklich ein richtig wichtiges Thema. Sie haben so und so viele Mitarbeiter, die sind in dem Programm sehr gut, die sind in dem Programm sehr gut. Und wie schaffen Sie das jetzt, dieses ganze Team in eine Richtung zu bekommen, wo auch alle mitmachen? Wir wollen alle mit einem Programm arbeiten. Und wenn ich sage alle, dann meine ich auch alle. Das war eine Prämisse, weil wir gesagt haben, wir wollen nicht mehr dieses Nebeneinander von verschiedenen Softwareprodukten. Wie haben wir das gemacht? Wir haben einen Mitarbeiter, der besonders computeraffin ist. Der hat ein Projekt mit diesem Programm bearbeitet, hat sozusagen seine Erfahrung gesammelt. Den haben wir also im Büro ausgebildet. Er hat sich selber ausgebildet. Wir haben dann das gesamte Büroteam schulen lassen und dann haben wir an einem Tag, wirklich an einem Tag von 0 auf 100 alle mit dem Programm gearbeitet.